Tja, was haben wir? Wir haben einen Toten. Der ist erstochen worden. Ja, wann gedenken Sie damit loszulegen? Eigentlich jetzt. Aber wir hocken ja da rum. Da kann natürlich nichts weitergehen. Auf geht's, Hans. Na, Patsch! Oh. Ja, sag einmal, geht's noch? Du spinnst doch komplett, oder? Ach, du Sprickglück. Mach es bitte keinen Schmarrn. Was sind Sie nur für ein erbärmlicher Schütze? Was bin ich? Du hast dem Herrn Schmidtbauer sein Suizid versaut. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Bruder Dennis ermordet worden ist. Hansi. Ja, hat es doch ganz gefasst aufgenommen. Sag mal, spinnst du? Der liegt im Koma. Ey, was glaubst du, was die alles mitkriegen im Unterbewusstsein? Ach so. Soll ich jetzt mal nachfragen? Wo? Bei den beiden. Nein. Soll ich das Gefühl kriegen, dass ich sie überwache? Das Vertrauen, das ich meinem Team entgegenbringe, das wird mir auch zurückgegeben, nicht wahr? Hm? Haben Sie auch ein Kräuterglück? Wenn, dann nur einen Obstbrand. Mögst auch einen? Den Schock da könnte man... Ja, den ganzen Tag durchsaufen, oder, Hansi? Mir so Frauen nicht im normalen Leben begegnen. Na, du hast kein Haus, du hast kein Motorboot und du bist optisch eher was? So mittel. Bist du ekelhaft, dass sich die Frauen immer bloß vom Geld beeindrucken lassen und sonst vor gar nichts. Fällt Ihnen was auf? Hm? Ist Ihnen heiß? Da oben! Oh, da ist ja feucht. Ja. Da tropft's ja. Sehr richtig. Und Vorschläge? Ja, wir könnten ja den Schreibtisch verschieben. Hm. Ja, jeden Tag ein paar so Einheiten zwischendurch. Wissen wir jetzt, was da hinwächst. Da musst du aber auf Starkstrom umschalten. Du bist, was du isst. Was hast du denn heute in der Früh gegessen? Ein Marmeladebrot. Ja. Super gespielt, Hupsi. Mei, danke. Ja, wie der echte Mörder. Ja. Davon ziehst du mir jetzt einmal 6 Videokassetten. DVD ist das aktuelle Trägermedium, Hansi. Wahnsinn. Das erste Mal, dass der Automat funktioniert. Jemand merken, wenn wir nicht nach Hause kommen. Ja, wer denn? Frau Gierwitz, vielleicht. Obwohl, die ist wahrscheinlich dankbar für kleine Auszeit. Hallo? Sie, das ist kein Telefon. Was? Das ist ein Stöße. Völlig wahnsinnig geworden. Entschuldigung, er hat angefangen, oder, Anja? Was zum? Entschuldigung, ich verstehe kein Wort. Ist das hier Polizeirevier oder ein Irrenhaus? Okay, das war jetzt nicht echt. Hansi, eigentlich war es sehr schön mit dir. Finde ich auch. Eins, was ich dir immer schon sagen wollte.